Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Die Volvini sind weiterhin am Ballern und haben auch wieder ein Update gebracht, das sogar einen eigenen Post bekommen hat. Und sie haben Wack entfernt? Wait a minute. Dies und mehr jetzt im Video. Let's go. Aber sechsstellig ist doch eigentlich ja Million. Sechsstelle hinter dem ersten Buchstaben. Wir fangen zuerst mit dieser Wack-Geschichte an, denn das hat einige verunsichert. Wacknet 4.0 hoch 2 kommt, das ist bekannt. Ich denke, die meisten haben mitbekommen, dass einige Stunden später Wack, Valve Anti-Cheat, wieder hinzugefügt wurde. Und der Grund für dieses Entfernen und wieder hinzufügen und diese Umbenennung ist relativ einfach. Dank neuer Steam-Bestimmungen, die ja auch von den Volvos kommen, ihr wisst ja, Valve besitzt Steam oder führt Steam eben, müssen Spiele, die einen Anti-Cheat haben, dieses Anti-Cheat nun hier aufführen. Und zwar ist hier rechts diese Kategorie überarbeitet oder bearbeitet worden und nun steht hier eben das Anti-Cheat mit dabei, das man benutzt. Das ist eine Vorgabe von Steam, die mittlerweile für alle Spieleentwickler gilt. Wenn man ein Anti-Cheat hat, soll man es hier bitte aufführen. Man kann entweder aus einer Liste wählen mit Anti-Cheats, die man kennt, Punkbuster und so weiter und so fort. Da kann man auswählen oder man gibt sein eigenes ein. Damit die Spieler wiederum wissen, guck mal einer, schau. Denn diese Anti-Cheat-Debatte, die nicht nur in Counter-Strike geführt wird, sondern auch in vielen anderen Spielen, wie jetzt auch bei Valorant zum Beispiel, also wie tiefgreifend zum Beispiel ein Anti-Cheat eben sein darf, hat bei vielen Menschen zum Umdenken geführt und dazu, dass man mitunter Spiele meidet, die ein tiefgreifendes Anti-Cheat haben, das zum Beispiel auf Kernel-Ebene rumdödelt, wie das von Valorant oder auch das man auf Faceit benutzt. Es gibt Leute, die das einfach nicht haben wollen, dass ihr PC so durchleuchtet wird. Viele wussten im Vorfeld schon, wie schwierig sowas sein kann oder wie tiefgreifend diese Anti-Cheats eben sein können. Andere wussten es nicht und haben es erst durch diese Debatte überhaupt mitbekommen und sich jetzt dann Stück für Stück dagegen entschieden. Und ich gehe mal davon aus, dass diese neue Kategorie bei Steam eben auch genau dafür da ist, dass du als User weißt, okay, da ist Wack drin. Ich weiß, dass Wack nicht in den Kernel-Mode gehen kann und da rumdödeln kann, sondern es funktioniert anders. Es wird mehr analysiert, was passiert im Spiel und so weiter und so fort. Also es ist ein, ich weiß gar nicht, was man für ein Wort dafür benutzt. Also es ist halt einfach kein Kernel-Anti-Cheat, sondern eben eins, das viel mehr darauf achtet, wie spielt dieser Spieler. Ist das ein Mensch oder ist das ein Mensch, der unterstützt spielt? Also halt KI-Anti-Cheat oder so. Das ist, finde ich, zumindest eine sehr gute Sache, die Steam einfach nochmal geiler macht. Wobei Steam generell sehr beliebt ist, würde ich behaupten. Ich glaube, es gibt kaum einen, der Steam nicht mag. Und wenn dann halt aus Monopolgründen, okay, gut, das ist nochmal so eine Sache. Aber sonst sind, glaube ich, die wenigsten unzufrieden mit Steam. Und dieser Change ist wieder ein weiteres Plus. Und unser Twitch-Knife-Giveaway ist schon auch ein Plus, würde ich behaupten. Oh? Kommt gerne mit in die Streams, der Link ist in der Videobeschreibung. Übrigens bin ich heute am Freitag auch wieder live ab 20 Uhr. Jetzt gehen wir aber erstmal in Richtung Update. Ich denke, das mit dem Anti-Cheat ist geklärt, ne? Jeder weiß Bescheid. Also Update-News von heute, beziehungsweise gestern. Die kamen, hier steht 23.10. Für uns kamen sie wieder am 24.10. morgens irgendwann. Ich sag mal von gestern. Etwas untypisch von der Abfolge her, hier kommen zuerst die Maps. Auf Vertigo und Milz wurde einiges geupdatet. Diese höchst witzige Sache wurde gefixt, bei der man hier oben drauf eine Decoy halt fallen lassen konnte, die dann da stuck war. Huiuiui. Ihr habt mir bereits gezeigt, dass man hier aber trotzdem immer noch was drauflegen kann. Wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Also, als wir am Dienstag gestreamt haben, fanden das alle ja so toll. Ich sollte das unbedingt machen. Und dann gab es noch einen Wallbang-Exploit, der gefixt wurde. Das habe ich auch nur von der Community erfahren. Ich wusste hiervon nichts. Also man konnte hier wohl durchschießen. Und dann hier unten die Tees abklatschen, die hier gelaufen sind. Bisschen unfair, ja. Bisschen arg unfair. Und Mills wurde einfach auf die aktuelle Version gefixt. Ihr könnt auch hier wieder auf Update-Notes klicken und kommt halt dann rein und könnt gucken, was abgeht. Da war eine Gap, die gefüllt wurde, die geclosed wurde und noch so anderer kruscht. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Bei Misk gibt es einige wichtige Dinge. Zuallererst wurde das Umschauen mit der Maus gefixt. Das war mitunter inkonsistent, wenn dein Desktop auf einer anderen Auflösung war als dein Spiel. Im zweiten Punkt wurde eine fehlerhafte Aim-Punch-Animation gefixt. Hierzu hat der Twitter-User Trucklover ein Video am Start. Das Ganze sah ungefähr wie folgt aus. Er schießt und du siehst beim Gegner, dass er scheinbar in den Himmel guckt. Das ist aber nur bei ihm, also beim Client so, also bei dem, der schießt, sieht es so merkwürdig aus, als wenn jemand in den Himmel schauen würde. Beim anderen wiederum ist das nicht so, also er guckt nicht plötzlich in den Himmel. Das ist also nur ein Fehler bei der clientseitigen Animation. Und ihr erinnert euch, beim letzten Video, da ging es um veraltete Animationen, die mitunter zu Jitter führen können, weil sie zu viel Bandbreite brauchen. Möglicherweise hat man hier jetzt schon so eine kleine Besserung. Wobei es ja hieß, es sei ein sehr großes Projekt, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da kleine Änderungen reinwürfen. Aber ja, das ist jetzt gefixt. Des Weiteren wurden fehlerhafte Zeus-Schockeffekte gefixt. Hier hat man jemanden angeschossen und augenscheinlich gezeust, aber er wurde gar nicht gezeust. Du hast aber trotzdem diese Blitze um ihn drumherum gesehen. Und zu guter Letzt gab es noch eine Problematik bei Zeus Headshots. Da hat sich der Charakter deines Feindes, den du gerade zeust, nicht darüber beschwert. Ihr kennt ja dieses typische. Und das Update am User Interface ist euch möglicherweise schon aufgefallen. Im Hauptmenü könnt ihr jetzt nämlich, wenn ihr auf diesen Reiter geht, auf Majors schalten und euch die Infos über die letzten Majors holen. Wowie!
Wobei das aktuellste Major fehlt, ja, das von 2024 fehlt. Bisschen lost, aber das kommt bestimmt noch. So, Delon, weil wir jetzt gut durchgekommen sind, werde ich jetzt noch ein paar Giveaways auflösen und ein neues starten hier auf YouTube und dann gehen wir alle zusammen in den Stream ab 20 Uhr. Gut. Für euch gab es vor kurzem einmal die Dual Berettas Kobalt Quarz zu gewinnen in FN. Und in diesem Video ging es um Follow Recoil und da hatte ich euch gefragt, benutzt ihr das auch? Habt ihr es mal benutzt? Wie findet ihr das und so weiter und so fort? Vielen Dank für 97 Kommentare und der Gewinner, sorry, ich bin mit der Cam davor, ist Mr. Marketing Ads, komischer Name. Habe es an und tatsächlich gar nicht gemerkt, dass es existiert. Habe es eher ausgeblendet, gehe es erstmal ausmachen. Lol, finde das nicht so toll. Also du hast ausgeblendet, dass du es anhattest. Dir ist es nicht mehr aufgefallen. Okay. Du hast somit gewonnen. Bitte melde dich unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner YouTube-Kanal-Info bitte deinen Trade-Link hinzu. Dankeschön. Als nächstes gab es diese Max 7 Monster Call für euch. Und in diesem Video war die Frage, welche Map ihr zuerst sehen wollt. Cash, Train oder Cobblestone? Ich glaube, das waren die drei vorgeschlagenen Maps. Vielen Dank für 170 Kommentare. Und der Gewinner ist Max Powder DB7 On. Ich würde wohl gern zuerst Kobbel sehen wollen. Da habe ich die meisten Emotionen. Kobelstein war schon Banger, ja. Also bei mir ist es Cash. Ich würde Cash zuallererst sehen. Aber das ist natürlich auch vollkommen legitim. Du hast somit gewonnen. Hier bitte unter dem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und bitte deinen Trade-Link hier reinknallen. Dankeschön. Und zu guter Letzt gab es noch diese MP7 Abyssal Aperi. Abyssal Apparition. Ja, in diesem Video hatte ich euch gefragt, ob ich das Video zum Update, als Armory ganz frisch war, noch in voller Länge machen soll. Weil ich da praktisch nur meine Stream-Reaktion gezeigt oder vielmehr gefilmt habe, aber nicht so tief drauf eingegangen bin. Vielen Dank für 130 Kommentare. Und ja, am Ende kam dann eben raus, dass ich es nochmal im Gesamten machen soll. Triple Able oder Tribe Label. Ich sage es mal so, wenn du die Zeit hast, dann kannst du gerne nochmal auf alles eingehen. Habe ich gemacht. Du hast somit auch gewonnen, Triple oder Tribe. Bitte hier einmal unter dem Video melden und deinen Trade-Link in deine Kanalinfo. Dankeschön. Und jetzt hauen wir heute auch noch was raus. Und zwar gibt es für euch die M4A4 Tooth Fairy zu snacken. Und die Frage hierfür hat natürlich auch was mit dem heutigen Video zu tun. Und zwar, wie findest du es, dass man bei Steam jetzt als Entwickler auch das Anti-Cheat angeben muss? Direkt in der Verkaufspage, auf der Store-Page oder wie das heißt, dass die User auch direkt sehen können, ah okay, die benutzen Punkbuster oder sonst was. Gut, schlecht, super, buper, haut's in die Kommentare. Somit sehen wir uns dann, wie vorhin bereits erwähnt, ab 20 Uhr heute im Livestream. Für die, die Zeit haben, ich bin dann auch wieder bestimmt 8 Stunden live oder zumindest 7 Stunden live, also die ganze Nacht. Kommt gerne mit rum. Viewer Games, Giveaways und so weiter und so fort. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Dann sehen wir uns gleich oder halt im nächsten Video. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.